mag es sich wohl anfühlen, einmal im Landtag von Sachsen-Anhalt wie ein Politiker zu debattieren? 8 Schülerinnen und Schüler konnten am 11. Mai 2015 im Finale des Landeswettbewerbes Jugend debattiert ihren Platz am Rednerpult einnehmen. Für alle Teilnehmer war dies eine spannende Erfahrung. Vor vielleicht einem halben Jahr oder vielleicht einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, so frei hier zu sprechen oder auch vor meiner Klasse frei zu sprechen. Und das ist schon eine sehr wichtige Erfahrung, die man hier mitnehmen konnte. Das Projekt Jugend debattiert startete auf Schulebene. In Regionalwettbewerben qualifizierten sich 4 Teilnehmer pro Altersgruppe für das Landesfinale. Und was bietet sich besser als Bühne für ein solches Finale an, als der Plenarsaal des Magdeburger Landtages? Jugend debattiert gehört in den Landtag, weil hier im Landtag debattiert wird für und wieder, bevor man sich entscheiden muss für ein Gesetz oder für einen Lösungsweg. Und hier lernt die nachwachsende Generation, wie Demokratie funktioniert. Nicht jeder schaffte den Weg in das Finale. Doch wichtige Erfahrungen, viel Spaß und neue Bekanntschaften waren für jeden Teilnehmer garantiert. Für mich persönlich hat es ja jetzt nicht so gut geklappt, aber es bringt einem halt relativ viel für weitere Leben, für Bewerbungsgespräche und sowas. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und man lernt so viele Leute kennen, die auch dieselben Interessen haben wie du. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn man jetzt mal nicht gewinnt. Erstmal lohnt es sich immer, debattieren zu lernen. Das fängt schon an, man kann vielleicht ein höheres Taschengeld heraushandeln mit den Eltern. Aber davon profitiert man das ganze Leben lang. Klar definiert und genau herausgearbeitet waren die Argumente der Pro- oder Kontraseite einer Debatte, die von jeweils 2 Schülern vertreten wurden. Genauso definiert wie auch das Reglement und die zeitlichen Vorgaben, die den Debatten zugrunde lagen. In den Klassenstufen 8 bis 10 errangen Josie Bartelt und Laura Betschka die Plätze 1 und 2. Natürlich freue ich mich, dass ich jetzt hier den 2. Platz gemacht habe und weiterkomme. Und ich hoffe natürlich das Beste fürs Bundesfinale. Ich denke, dort ist es noch nicht mal wichtig, ins Finale zu kommen. Denn selbst wenn man es bis dahin geschafft hat, ist man schon sehr weit gekommen und kann stolz sein. Die Erstplatzierten der Klassenstufen 11 bis 13 waren Katharina Schade und Anne Buhl. Meine Ziele sind erstmal, das Siegerseminar jetzt vollständig abzuschließen mit Katharina zusammen. Und dann auf jeden Fall auch gut im Bundeswettbewerb abzuschließen. Also ich möchte in Berlin nicht Letzte werden, Vorletzte ist okay. Und wieder ganz viele Erfahrungen mitnehmen, Leute kennenlernen. Ich habe Spaß daran. Die Gewinner vertreten das Land Sachsen-Anhalt am 27. Juni 2015 beim Bundesfinale in Berlin.